Machen wir weiter, Leute. Hier bei Zelda Majora's Mask sind wir immer noch im Brunnen. Und fuck! Huh! Okay, hi! Fast tot. Gib mir etwas, damit man Eis schmelzen kann und was das Verlangen des Geistes steht. Okay. Der Kerl ist richtig krass. Der will nämlich, der will heißes Quellwasser. Mann, was ich hier SMS kriege, was ist das für Scheiße? So. Zack. Da muss ich überall durchhuschen. Das war doch hier hinten, ne? Ah ja, gut, ich weiß wieder, wo es war. Ja, wie gesagt, muss ich wirklich überall durchhuschen. Zack. So, dann hier links. Und hier ist auch der Raum. Als allererstes kill ich den Spast. Fuck. Dann habe ich eine andere Idee. Nehme ich den Zora und mache ihn auf Arsch. Yeah. Naja, war zwar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es hat geklappt. So, dann kann ich direkt den hier wieder nehmen und nehme hier eine Flasche. Zack, da hätten wir heißes Quellwasser. Und das Wasser hilft uns dann auch. Das Wasser hilft uns dann auch, um die Milch von der Kuh zu bekommen. Denn ich glaube, genau da war Milch. Wow, das war knapp. Ja doch, ich glaube wirklich, da in dem hintersten Hinterstübchenraum, da war die Milch zu bekommen. Naja, egal. Hauptsache, ich komme überhaupt durch, ne? Und ist auch cool, ich glaube, ich bin noch nie komplett durch den Brunnen hier gerannt. Zack. Hallo. Bin fort, gib mir was Cooles. Da hast du was Cooles. Ah ja, das ist es, Mann. Ich wusste auch, dass es dir gefällt, Bro. Und da ist die Kuh. Voll geil mit Baum und so. So, dann spielen wir hier einmal ein Lied. Hallo Kuh. Das finde ich total cool, wenn man in den Zelda-Spielen Kühen Ipronas Lied vorspielt. Ja, dann freuen sie sich und geben einem Milch. Danke, Kuh. So, dann kann ich hier weiter und gehe direkt rechts lang. Ich bin gerade noch am Überlegen, was hier noch alles kommt. Zack. So, was willst du? Gib mir einen Geist, einen großen. Genau, der Typ will den Nachtschwärmer. Da hast du mal einen. Oh, der letzte Raum hier, der ist nochmal voll brutal. Spaß, haut er einfach ab, Nat. Haut er einfach da ab, wo ich ihn killen wollte. So, und hier noch der letzte Kerl, der will Kalziumreiches. Und Kalzium ist natürlich in Milch sehr gut vorhanden, ne? Und ja, dann sind wir durch, Leute. Wir haben den Dungeon geschafft. Jetzt muss ich nur noch mit dem Firefly hier ein bisschen Licht machen. Dann sind wir so cool, ey. Ach so, ja, klar. Zack. Zack, ne, mach mal so. So, dann spielen wir ein bisschen mit Feuer. Ich weiß, soll man eigentlich nicht, aber ich muss. Leute, ich muss. Zack. Und die letzte Fackel. Leute! Ich bin ja so aufgeregt. Du hast den Spiegelschild erhalten, so mancher Lichtstrahl kann damit reflektiert werden. Drücke R, um in die Verteidigungsposition zu gehen. Drückst du R, während du mit Z zielst, kannst du dich gleichzeitig verteidigen und bewegen. Ja, so ist das, Leute, so ist das. So, als erstes machen wir den hier.
Ja, Leute, ihr seht, es klappt. So, um da oben weiterzukommen, leuchten wir nochmal mit dem Schild auf den Block. So, Leute, jetzt kommen wir in ein richtig geiles Gebiet, deswegen werde ich kurz ruhig sein, dass ihr die Musik hören könnt, denn die ist einfach geil. Oder noch nicht. Ne, auf jeden Fall, wir sind jetzt in den Ruinen von Ikana. Hier war das Schloss. Und hier werden wir dann den König besuchen. So, aber nun, Leute, erstmal coole Musik. Ja, also die Musik hier ist echt geil, Mann. Und weil es so cool ist, gehen wir jetzt hier rein. Ihr wisst ja, ich habe immer Angst vor Untoten. Daher mache ich den hier. Zack. Tanz für mich, ihr Schweinchen. Tanz für mich. Boah, so viel Kohle. Zack. Tür Nummer 1 ist offen. Und dann öffnen wir mal gleich Tür Nummer 2. Gibt's eigentlich auch irgendwo Magie? Wäre praktisch. Alter. Ach ja, dann können wir doch noch hier. Schachbrettprinzip. Oh ja, hier brauche ich ja die. Na fuck. Hier brauche ich die Deko-Mask. So, komm runter, Dings da. Zack, bam. So. Ach man, jetzt bin ich zu leicht. Das wäre ja typisch. So, zack. Noch einmal mit Pfeil schießen. Bams. Ups. Oh ja, hier ist auch wieder unheimlich. So, alles voller böser Monsters und so. Oh. Das war eher unschlau. Ich weiß, Leute. Ja, manchmal. Manchmal passieren halt so Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten. Zack. Immer schon alles und jeden killen. So, da ich mir gerade nicht sicher bin, wo hier was war, werde ich einfach mal den machen. Genau, zack. Zack. Könnte ich eigentlich hier lang springen, oder? Hm, schaffe ich das? Na klar, schaffe ich das. Yeah. Und nächster Raum. Ja, da muss man mal ganz so aufpassen, Leute. Die Viecher sind fies. Und schon sind wir oben auf dem Dach. So, was gibt's hier zu tun? Eigentlich nicht so viel. Hier irgendwo war ein Herzteil, bin ich mir ganz sicher. Genau, genau. Aber bevor ich zum Herzteil gehe, will ich hier noch schnell mit den Hasen noch lang flitzen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack.
Warte mal. Was ist denn hier los, hä? Ah. So ein Arsch. Ich denke mal, ich kann hier auch mit den Haselnuss lang springen, wa? Zack. Wow. Es hat funktioniert. Schaffe ich das nochmal? Ich probiere es einfach. Zack! Nein. Scheiße! Ja, jetzt... Mann, oh, kann ich ja nicht zum Weg... Nein! Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob ich jetzt hier Pulverfass brauche oder nicht, weil ich kam ja eigentlich mal mit dem Pulverfass her. Deswegen werde ich nochmal in die Stadt. Sorry, Leute, das ist jetzt wirklich ganz komisch, wie ich das hier spiele, aber das muss jetzt so sein, Leute. Das muss jetzt einfach so sein. Ich werde jetzt nämlich in die Unruhestadt, kaufe mir ein Pulverfass, lege dann die restlichen Rubine ab, dass ich wieder schön Kohle sammeln kann. Und dann gehe ich nochmal den linken Weg hoch, werde mir das Herzteil holen. Das ist ja wichtig, das Herzteil, ne? Das ist sehr wichtig. Ja, und dann... Dann werde ich auf der rechten Seite hochgehen. So, Pulverfässer gibt's im Bombenshop. Und nehmen wir den fetten Goron, Alter. Der ist richtig dick, Alter. Ey Bruder, gib mir deine Pulverfässer. 50 Rubine, alles klar. Komische Goron, ey. Wie viel habe ich denn auch? Schon über 1000 habe ich eingezahlt. Cool, Mann. Hier, für alle, die es noch nicht wissen, es gibt ja auch, ja, hier, fast 1400 habe ich jetzt. Und es gibt ja auch ein Herzteil, wenn man 5000 Rubine angespart hat. Ja, Leute, ich weiß, ist ein bisschen viel, aber kann man eigentlich auch ganz schnell boosten. Und, ja, also irgendwann im Laufe des Let's Plays werde ich auf jeden Fall 5000 Rubine haben. Wahrscheinlich werde ich die irgendwann wirklich erboosten, so offscreen, und dann werde ich die letzten Rubine abgebe, um dann das Herzteil zu bekommen, dann starte ich wieder das Video oder so. Irgendwie werde ich das schon machen. Aber vorher einfach mal nochmal schnell hier düst, düst, düst. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Nein, mache ich nicht gut. So, hier können wir jetzt auch weiterkommen. Jetzt haben wir eine richtig schöne Abkürzung. Nämlich spendet dieser Rubin-Diamant-Dings da Licht. So, das Licht können wir natürlich richtig schön daran lenken. Klappt doch super, ne? So. Hier ist alles cool. Nehme ich die Asen und sprinte los. Ja, weil es einfach nur benutzerfreundlicher ist, werde ich jetzt einfach mal hier so meine Kumpels tanzen lassen. Und dann killen wir sie wieder, ne? Oh, die geben so viel Geld, geben die. Ach, das ist halt geil. Ja, und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach Schluss. Und den nächsten Part beginne ich dann oben. Weil, naja, so spare ich jetzt ein bisschen Zeit. Ist bestimmt nervig, das selber nochmal anzugucken hier. Also, ja Leute, bis zum nächsten Part, den wir dann oben auf dem Dach starten. Also bis dann. Ciao.